Hallo meine lieben Schweißtechnikfreunde. Ihr habt euch das Thema Wicklöten gewünscht. Ihr bekommt Wicklöten von mir. Aufpassen. Bevor wir zum Schweißen, Achtung, Löten übergehen, stellen wir uns grundsätzlich die Fragen, wie funktioniert das Ganze? Wo ist der Unterschied zwischen dem Löten und dem Schweißen im Wickverfahren? Wo ist der Unterschied zwischen Wick- und Micklöten? Wo setze ich das Ganze ein? Und was gibt es noch für Faktoren, auf die ich aufpassen muss? Die erste Frage, wo der wesentliche Unterschied ist zwischen dem Löten und dem Schweißen, das hatte ich in meinem vorhergegangenen Video schon angedeutet, ist quasi das Nicht-Einbrennen. Also wir schweißen nicht, wir schmelzen den Grundwerkstoff nicht auf, wir benetzen das Ganze. Beispiel, ich habe hier ein Blech. Ja, und wenn ich das Blech jetzt schweiße, dann mache ich hier einen Einbrand hinein. Ja? Ich verändere das. Wenn ich das Ganze löte, im besten Falle, wenn ich alles richtig mache, benetze ich das Ganze. Das hier bleibt bestehen. Es wird nur die Oberfläche aufgenommen und die Oberfläche wird benetzt, gelötet. Wenn man mich vor ein paar Monaten gefragt hätte, Igor, wie funktioniert Wicklöten? Wo sind denn da die Unterschiede zum Wickschweißen? Hätte ich gesagt, gibt es überhaupt keine Unterschiede. Wicklöten, Wickschweißen, alles derselbe Kram. Nachdem ich aber mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Schweißversuche gemacht habe, mich eingestellt habe, habe ich festgestellt, es ist eine ganz andere Baustelle. Es läuft schon wesentlich anders. Was brauche ich alles zum Wicklöten? Eigentlich ähnlich wie beim Wickschweißen. Ich brauche meinen Wickinverter. Wichtig ist, es reicht schon der DC-Inverter, den wir schweißen, beziehungsweise falsch, wir löten auch im DC-Bereich. Brauchst du keine AC-DC-Maschine. Du brauchst einen Wickbrenner, Massekabel, Arbeitssicherheit, Automatikhelm und Gas. Gas auch hier wichtig, Argon 4.6, reines Argon 99,9. Das sind die Parameter, die wir brauchen. Ich brauche natürlich zum Kusi-Löten auch den passenden Zusatz. Hier habe ich etwas vorbereitet. Das ist nämlich nichts anderes wie Kusi 3. Hier ist nochmal die Werkstoffnummer. Als Wickstab in der Stärke 1,6. Das brauchst du natürlich, sonst kannst du nicht Kusi löten. Fangen wir an mit unserem ersten Schweißversuch auf einem ganz normalen Stahlblech. SG3 unlegiert, unbehandelt. Würden wir jetzt hier drauf anfangen, Kusi zu löten. Was müsste ich natürlich vorher beachten, beim Schweiß oder beim Löten ist die Nahtvorbereitung sehr wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach, besonders bei dem Kusi löten, wenn ich jetzt einfach hier drauf loslege, wirst du sehen im Schweißbad, dass das nicht sauber läuft. Der Schmutz, die Schicht, die jetzt hier noch auf dem Blech ist und die noch nicht abgetragen ist, ja, die wirst du im Schweißbad sehen. Das Schweißbad wird unruhig laufen, es wird zähflüssig sein, es wird nicht klar sein, es wird nicht schön sein. Auch die Verbindung wird nicht so toll. Deswegen kann man hier sehen, habe ich hier ein Teil, mich schon mal ein bisschen vorbereitet, habe ich hier ein Teil angeschliffen und würde das Ganze hier nochmal mit Aceton reinigen. Ja? Aceton reinigen, sollst du grundsätzlich auch beim Wickschweiß machen. Auch die Stäbe vom Schmutz befreien und dann loslegen. Du wirst auch beim Wickschweißen mit der Leistung es nicht übertreiben, weil du willst ja deinen Grundwerkstoff nicht aufschmelzen. Also gehe ich grundsätzlich mit der Stromstärke runter. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben drauf schweiße, würde ich das hier maximal mit 60 Ampere machen und ich würde versuchen zu starten und sofort den Zusatz dazugeben, fast schon auf dem Zusatz zünden, weil ich will ja meinen Grundwerkstoff benetzen, ich will ihn ja nicht aufschmelzen. Und ich muss ehrlich sagen, meine ersten Versuche haben mir das Gefühl gegeben, wenn du Kusi lötest mit Wick, ist es ähnlich, als würdest du quasi Stahl oder Nickel, also Nickel-Stahl schweißen mit einem Aluminiumzusatz. Das wird so ein Mix, wirst du sehen bei den ersten Versuchen. Mein erster Startversuch auf einem gereinigten Stahlblech mit dem 1,6er Kusi 3 Zusatz würde ich jetzt mit 70 Ampere starten. Ich habe hier ein 4 mm Materialstärke Blech vor mir liegen, zünde und gebe den Zusatz dazu.
Ich habe hier ein paar Versuche für euch gestartet, ein paar Raupen aufgelegt. Was können wir hier auf dem Blech erkennen? Hier hatte ich das Ganze mal mit 80 Ampere gemacht, dann habe ich mal gepulst, dann habe ich das Ganze mit 70 Ampere gemacht und wir sehen deutlich, dass wir hier keinen Einbrand haben. Ja? Wir haben quasi unseren Kusi aufgelegt, die Oberfläche benetzt, wir haben keinen Einbrand, wir haben den Grundwerkstoff unten nicht verändert. Und was fällt mir spontan dazu ein? Hier ist ein Niroblech, hier ist ein Hefter und den Hefter habe ich runtergeschliffen. Was sehe ich? Ich habe hier auch keinen Einbrand und ich kann das Ganze als Hefter nutzen. Ja, das heißt, wenn ich Mischverbindungen habe oder ich habe irgendwelche Flanschen und die muss ich jetzt an irgendwas anheften, kann ich das auch sehr gut verwenden, weil diese Punkte, danke übrigens an Peter, der hat mir diesen Tipp gegeben, kannst du diese Punkte einfach runterschleifen und du hast dein sauberes Material wieder. Ja, also das ist auch ein guter Vorteil zum Heften. Machen wir weiter. Hier habe ich eine Außenecke. Auch optisch sehr interessant, das heißt im künstlichen Bereich, im Möbelbereich, wo die Naht, ich sag mal jetzt nicht unbedingt die Anforderungen haben muss, wie eine geschweißte Naht, kannst du das durchaus machen, sieht ja gut aus. Ja? Ich habe hier zum Beispiel eine Außenecke, habe das natürlich auch hier sauber gemacht mit Aceton, vorher mit der Bürste, quasi diese schwarze Schicht runtergebracht, dass das Material blank ist und dann gelötet. Folgendes habe ich eingestellt an meiner Maschine. Ich habe das ganz Interessante, wir können das auch mit dem Puls schweißen. Ich gehe jetzt hier hoch auf 100 Ampere. Entschuldigung, hoch, nicht runter. Ich gehe jetzt hoch auf 100 Ampere. Aktiviere meinen Sekundenpuls, meinen Lieblingspuls. Die Zeiten dafür sind 0,18 und der zweite auch mit 0,18. Wunderbar. Und was mache ich hier? Dass ich der Zusatz, wie Aluminium, du kannst ziemlich viel in Schweißbad schieben, zünde ich. Und schiebe einfach den Zusatz rein und takte mit meinem Puls und erreiche somit diese Oberfläche, diese Schicht. Das gucken wir uns jetzt mal genau an. So, die Wolframelektrode ziehe ich ein bisschen raus. Mach mal einen ersten Test. Sieht gut aus. Go! Wir nehmen unsere Bürste. So sieht das Ganze jetzt unbehandelt aus. Ja, ich habe hier ein bisschen Anlauffarbe an den Seiten, wo es zu warm geworden ist. Das sollte man natürlich vermeiden, das solltest du nicht haben. Ja, das heißt, mit der Leistung ein bisschen runtergehen. Wir schleifen das Ganze hier nochmal mit der Stahlbürste runter. Wir können natürlich hier an der Stelle auch eine Messingbürste verwenden. Die zeige ich euch. Ja, und so sieht unser Ergebnis aus. Was wäre wichtig hier bei dieser Lötverbindung zu sagen? Wir haben jetzt so gesehen nur die Oberfläche benetzt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt einen Bruchtest mache, werdet ihr sehen, wie leicht das aus quasi bricht. Ja? Da wird aber nur diese Kusinaht brechen. Der Grundwerkstoff bleibt ja so. Und noch eins, das hier, diese Oberfläche, also Kusi, wird nicht rosten. Also wenn ich das jetzt so lasse, meine Lötverbindung wird nicht rosten. Das außen herum, wenn ich das nicht behandle, wird rosten. Ja? Das ist alles auch hier ein guter Vorteil, dass es nicht rostet. Jetzt machen wir zwei Versuche, indem wir einfach ein Niroblech nehmen, so das Ganze löten und dann einen Bruchversuch machen und gucken, wie sieht das Ganze aus. So, ich reinige die Stelle natürlich mit dem Aceton, bevor ich dort löte. Mache nur ein kleines Stück und dann brechen wir das Ganze. Aceton wieder vom Tisch. Mein Zusatz, Wolframelektrode ein bisschen weiter raus. Leistung hier passt. Let's go.
So, dieses kleine Stück reicht uns schon, um den Effekt zu zeigen. Ich mache das jetzt hier auch ein bisschen sauber. Das war jetzt nur ein Hefter. Ja? Wenn ich das Ganze jetzt breche, kriege ich ja schon von Hand gebrochen. So sieht das von innen aus. Und wir sehen, dass wir wirklich nur die Oberfläche benetzt haben. Und man sieht hier deutlich die Kante. Wir haben zwar Wärme reingebracht ins Kunstmaterial, aber die Kante ist noch komplett erhalten geblieben. Das sehen wir auch hier. Hier ist noch so ein Versuch. Hatte ich vorhin noch eins gemacht. Das heißt für mich, wenn ich dieses Wicklöten einsetze, ist das eigentlich eine reine optische Geschichte, um zum Beispiel gegenüber dem MIG-Kusi-Schweißen die Spritzer zu vermeiden. Ja? Wenn ich jetzt ein Karosserieblech verzinkt schweißen würde, würde ich das mit dem Kusi-MIG-Verfahren machen. Ich würde das nicht mit dem WIG machen, weil du musst trotzdem die Zinkschicht runterbringen, das vernünftig verschweißen, das dauert zu lange, das lohnt sich nicht. Also für mich ist WIG Kusi-Löten eine reine optische Geschichte. Wenn ich will, dass diese Bleche bombenfest sind, dann schweiße ich das ganz normal mit dem Niro-Zusatz und habe dann eine vernünftige Verbindung. Ja, das ist wichtig an der Stelle. Ich habe hier noch ein Beispiel, wo man Kusi-Wicklöten einsetzen könnte. Ich habe hier zum Beispiel einen Flansch aus Stahl, ja, Schwarzstahl, unligiert, und ich habe hier oben eine Mischverbindung, zum Beispiel, ich habe hier oben Niroblech, ja, also quasi ein Chromnickelstahlrohr, und das haben wir hier geschweißt, und wenn ich es jetzt ein bisschen schneller, optimaler geschweißt hätte, kann man hier erkennen, dass ich überhaupt hier keinen Einbrand habe, ja, das ist komplett erhalten geblieben, es ist zwar ein bisschen dunkel geworden von der Wärme her, aber es ist komplett erhalten geblieben, es ist quasi eine reine optische Benetzungsgeschichte für mich. Es wurden früher auch Fahrräder so gebaut. So, mein kleines Fazit hier an der Stelle. Wie gesagt, Wicklöten ist für mich persönlich eine reine optische Geschichte. Es gibt sicherlich in der Industrie Anwendungen, spezielle Anwendungen, von denen wir nicht wissen, wo gerne sowas verwendet wird. Bestimmte Einsatzgebiete. Es gibt, soweit ich weiß, auch zum Beispiel Auftragsschweiß mit Kusi-Löten. Da gibt es bestimmte empfindliche Materialien, die mit dem Kusi aufgetragen werden, was dann wiederum sich abnutzt, aber das Grundmaterial nicht, kann man auch dazu einsetzen. Mich würde interessieren, hast du schon mal Kusi gelötet mit MIG oder WIG? Schreib bitte einen Kommentar, deine Erfahrung, deine Wissenspunkte, die jetzt hier in diesem Video gefehlt haben, würde mich sehr interessieren. Ich wünsche euch was, bis dahin. Ciao.